mich meine Fehler nehmen und alle ausradieren. Die leichtesten Wege gehen, nie wieder Zeit verlieren. Könnte ich meine Schwächen stärken, wie scheinbar alle hier. Ein bisschen normaler werden, ein bisschen mehr wie ihr. Was bleibt da noch von mir? Ich wollt nie anders sein, ich könnt nie anders sein. Ich bin so, wie ich bin. Schau ich in mich rein, hat alles seinen Sinn. Ich wollte nie anders sein, ich könnte nie anders sein. Das alles. Mein Name ist Marvin Zettler und ich bin Autist. Schon als ich noch ein kleines Kind war, ist meinen Eltern und auch anderen Leuten aus unserem Bekanntenkreis aufgefallen, dass mit mir etwas nicht stimmte. Ich war anders. Anders als die Kinder im Kindergarten, anders als die Kinder in der Schule. Ich bin spät gelaufen, habe spät gesprochen, alles aus der Norm. Die Ärzte meinten, ich brauche wohl einfach mehr Zeit. Das würde schon alles noch kommen. Auch dass ich immer abwesend war, war sehr auffällig. Meine Epilepsie und auch mein Autismus wurde leider erst sehr spät, im Alter von 12 Jahren, festgestellt. Die Ärzte damals meinten, ich leide lediglich unter Entwicklungsverzögerungen, weshalb ich erstmal bis zur Diagnosestellung viele Krankenhausaufenthalte und Untersuchungen durchmachen musste. Ich wurde mit den passenden Medikamenten für meine Epilepsie eingestellt und konnte mit auf die für mich abgestimmten Therapien viel Positives erreichen. Da ich auch leichte Beeinträchtigung in der Motorik habe, kann ich zum Beispiel Sport nur eingeschränkt machen. Ich fahre gerne Rad, gehe gern schwimmen, mir macht es Spaß zu wandern, ich liebe Musik, bin sehr kreativ und besonders Freude macht mir das Lernen und die Schule. Früher hatte ich Probleme mit menschlicher Nähe, was ich heute nicht mehr habe. Allerdings schwierig ist es immer noch für mich, die Mimik meines Gegenübers zuzuordnen. Zum Beispiel, wenn jemand streng mit mir spricht oder wenn jemand laut spricht. Auch lautes Lachen irritiert mich manchmal. Ich lebe zwar teils in meiner eigenen Welt, wenn mir manches zu viel wird, wie zum Beispiel Hektik oder Stress, überfordert es mich manchmal auch. Wenn viele Menschen um mich herum sind, wie zum Beispiel auf Familienfeste oder auf dem Pausenhof, da fühle ich mich wie in einem Tunnel. Denn Smalltalks führen ist nicht so meins, da stehe ich lieber im Abseits. Nur wenn mich jemand anspricht, kann ich mich auch mit dem Menschen unterhalten. Ich zeichne sehr gerne und zu meinen Hobbys gehört auch das Gestalten meiner eigenen Shirts.
Was ich auch sehr gerne mache, ist Kochen. Was auch zu meinem Berufswunsch Hauswirtschaft gehört. Leider hatte ich auf der Regelschule eine schwere Zeit. Es gab keine Inklusion dort und leider auch wenig Unterstützung von den Lehrern. Ich wurde wegen meines Andersseins oft von meinen Mitschülern schlimm gemobbt. Besonders dankbar bin ich, dass die Ärzte entschieden haben, dass ich auf eine Schule für Körperbehinderte gehen darf. Und dass die Lehrer und Therapeuten dort mich so gut unterstützen. Mein Ziel ist, dass ich nächstes Schuljahr meinen Hauptschulabschluss mache und das Jahr drauf Ausbildung als Fachpraktiker in der Hauswirtschaft. Und ich bin stolz, dass ich es bis dahin geschafft habe. Es gibt viele Autisten. Ich bin einer davon. Trotzdem bin ich was Besonderes. Viele Autisten haben eine Inselbegabung. Mein zum Beispiel ist, dass ich ein fotografisches Gedächtnis habe. Das eine davon, ich habe gefühlt 100 CDs zu Hause und ich kann mir von jeder CD kann ich mir merken, welches Lied auf welche Nummer steht, wie lang das Lied läuft und auch den Interpreten und den Titel weiß ich hin- und auswendig. Ich bin zwar Autist, kann aber trotz meinem Anderssein mit viel Unterstützung meiner Familie ein normales Leben führen. Hey ihr da draußen. Ja, ich bin anders. Anders als ihr Normalos. Ich will auch ein normales Leben führen. Warum kann ich nicht einfach dazugehören? Woran liegt es? Liegt es an der Gesellschaft? Ich will auch mal raus mit anderen Party machen, mit anderen unterwegs sein.